Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir sind gerade irritiert. Ja, also Thore Schölermann und Jo Weil, ich muss euch noch kurz vorstellen. Ja, das ist der Reitsitz. Ja, also wir haben uns gerade gewundert, wo wir gelandet sind, aber das ist ja sehr interessant. Also du müsstest uns das eigentlich erklären jetzt mit dem hier. Und ja, nochmal. Was soll ich euch erklären, wie das geht? Nee, warum? Warum Frauen das nicht mögen? Können wir das kurz in die Comments einen Aufruf machen? Vielleicht der Libero Marcel ist ein ganz aktiver. Kann der kurz den Thread eröffnen? Warum mögen Frauen den Reitsitz nicht so gerne? So. Wir lassen jemanden sitzen. Ihr könnt euch bedienen. Wir haben ganz viel Schokolade und Wir haben schon gesehen, ihr trinkt Sekt. Wir haben Wasser und Plastikbechern bekommen. Also wir bedienen uns gleich groß. Das ist ja gefakter Sekt. Naja, mit den Keksen finde ich super. Ich habe so einen mordsmäßigen Hunger. Also das ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Nein. Ich sag noch mal ganz kurz, weil es vielleicht gerade umgegangen ist. Du bist der Jo, der Jo Weil, aber vielleicht kennen ihn alle nur als Olli. Und das ist nämlich der Christian in der Sendung im wahren Leben, der Thore Schölermann. Schölermann, Entschuldigung. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich habe ja auch schon so viel Alkohol getrunken. Ja. So, ihr habt eine Performance vorbereitet, die euch jetzt kurz ermöglichen. Wir haben wochenlang einstudiert und möchten das jetzt gerne für euch hier machen. Thore, das ist dein Zeichen. Machen wir. Lass uns den, also. Einfach. Ja, den. Achso, gut. Bitte mitmachen. Ja, das ist das Besondere an Tanz. Der wird in Diskos auf der ganzen Welt gemacht. Und international. Man macht das einfach auf der Tanzfläche. Pass auf, unsere Couch hier nicht und alle machen mit. Ja. Alle, so, alle machen mit, ganz auch. Also, ganz das ist also zum Thema Handarbeit heute. Ja. Eigentlich wollten wir verbotene Liebe reden, aber wir machen heute einfach mal einen Tanz. Und dann machen die, die angefangen haben, setzen sich in die anderen, machen weiter. Genau. Ach so. Ja. Ich merke nicht nur, wie hier sämtliche Mikros aus den Taschen fliegen, sondern auch wie unsere Bühne hier fast nachgegeben hat. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil manchmal fällt die Couch hier runter. Und das wäre sehr schade. Liebes Lexikon. Ja, das ist ja schön, was ihr uns da mitgebracht habt. Ganz großartig, wir freuen uns. Ich merke ja schon. Wie gesagt, wochenlang einstudiert und das hat euch ja auf den Hocker gerissen. Hat uns ungleich auf den Hocker gerissen. Einfach alles wegstoßen. Weg. Ich hätte euch ansonsten jetzt Pralinen angeboten, aber... Vielen Dank, ich habe Glück. Also, alles drauf zurückkommen. Wir wollen ja mal ein bisschen über euch sprechen. Danke. Sven, vielleicht kannst du mal anfangen, denn ich bin gerade ein bisschen... Ich soll anfangen? Ja, frag doch mal eine Frage. Hast du denn genug Platz? Du sitzt so in die Ecke gequetscht. Oh, dachte, ich könnte so ein bisschen... Nein, komm näher, komm. Lucy. Jetzt ist was umgefallen. Oh, Mann, du. Vor allem die tollen Blumen, die Jo mitgebracht hat. Oh, hier ist was los. Ich drehe durch. Sven, versuch du wieder gerade... Ich versuche, die Seriosität in die Sendung zurückzubringen. Genau. Ihr habt ja bei euch in der Sendung unglaublich viel verbotene Liebe. Wahrscheinlich ist das auch der Grund für den Namen der Serie. Mann, Sven. Kuschelt ihr da eigentlich schon? Gut. Genau, das war aber noch gar nicht die Frage. Nämlich, die Frage ist eigentlich, jetzt schwules Pärchen ist ja nicht wirklich verboten, eigentlich mal so überhaupt nicht verboten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und wieso dann auch gerade ihr diese Rolle? Also, und wie habt ihr reagiert, als euch das angetragen wurde? Jetzt erzählt doch erstmal von euch. Ja, oh Gott, das ist ja bei uns ändern, also es ist, denke ich, keine lange Planung, das wird immer so, irgendwie kommen diese Ideen auf und es gab sehr lange kein schwules Pärchen in der verbotenen Liebe, ich glaube, die letzten waren Tom und Uli. Tom und Olli. Hör auf zu essen, wir müssen jetzt reden. Und deshalb war das jetzt gewünscht und deshalb wurden wir dann eigentlich, also ich war ja schon da und der Jo wurde dann wiedergeholt. Und 5 Jahre war er weg. Lange Jahre. Ja. Wird man denn dann gefragt, ob man das spielen möchte oder muss man das dann spielen? Es wird einem sehr nett angetragen. Also im Vertrag steht erstmal drin, dass man eigentlich erstmal grundsätzlich alles machen muss. Wir und, auch, wir alle. Ja. Genau, so. Wir können, ne? Also, auch hier tanzen und so. Wir sind ja auch Schauspieler. Also es ist ja ein Teil unseres Jobs, die Geschichten zu spielen, die für uns geschrieben werden. Deswegen, so eine große Sache, finde ich, ist es dann nicht, ob man jetzt die Geschichte oder die spielt. Es ist ja nie so, dass irgendwie ein Hetenpärchen mal gefragt wird von wegen, ne? Wie ist denn das? Es ist natürlich schon auf jeden Fall was Besonderes, aber ist natürlich interessant für einen Schauspieler, ist es immer dann, wenn man halt eine schöne Geschichte hat, wo man halt auch zu spielen hat. Und das ist natürlich die Hauptsache, egal was man dann spielt. Ich bei vielen Sachen... da würde ich auch nicht fragen. Also das ist einfach, Hauptsache die Geschichte ist gut und das macht Spaß und dann ist das cool. Und es macht euch Spaß. Ja, also ihr versteht euch ja auch ganz gut, auch wenn ihr nicht essen darf, ihr könnt euch essen. Naja, aber ich bin inzwischen dran gewohnt, dass mir alles verboten wird, aber ich kann auch die Sendung. Ja. Du hast ja erst mit Nico warst ja zusammen, dann warst du mit Coco zusammen, du bist ja voll der schwere Nöter in der Sendung. Ja, wie das so ist bei uns, das ist unser Job. Oh, jetzt mein Mikro runtergefallen, macht nichts. Und jetzt bist du ja mit dem Olli zusammen, wie war das denn dann so, als du ihm die Gefühle gestehen musst, dann so die ersten intimen Szenen gedreht wurde? War das schon schwierig? Ja, natürlich. Das ist aber immer schwierig. Man muss sich das jetzt vorstellen, wie hier. Hier stehen ja auch die ganzen Leute drumherum. Und das ist ja dann schon, man zeigt da sehr viel von sich. Also jetzt nicht, ich meine, das ist nicht nur körperlich, sondern auch einfach Gefühle.
Und das ist natürlich immer schwer, ob ich das jetzt mit einem Mann, Frau oder ob ich den mag oder nicht, das ist völlig egal. Das ist natürlich schwer, obwohl wir echt den Vorteil haben, dass wir uns so ganz gut verstehen, was natürlich das Ganze sehr viel erleichtert einfach. Ne? Aber unangenehm, wenn man dann jemanden küssen muss, den man gar nicht mag. Ne? Aber obwohl das auch, dann egal ist, oder? Ja. Also, manchmal passt es immer. Ja. Das ist, ja. Echt? Ja, es, weil dann so ganz klar getrennt das alles ist. Wenn ich jemanden küssen muss, den ich richtig scheiße finde. Na gut, dass du mich jetzt nicht richtig scheiße findest. Also das ist total einfach mit Minuten. Nee, ich finde, also, nee, es ist wirklich leicht, wie Thore gerade meinte, es ist echt nie. Du öffnest dich und das ist immer ein bisschen schwierig und das ist egal, wer gerade vor dir steht. Ja, dann wird dir so gesagt, vor allem hier, dann legst du die Videos halt mal irgendwie die Hand irgendwo hin und sagst, ah, nee, also das geht vom Licht gar nicht. Also da musst du wirklich. Da kommt die Romantik auf. Ja, ne? Und dann, bisschen höher. Ja, also das hat, viele sagen ja auch irgendwie, ja, das ist doch bestimmt toll oder so, irgendwie doch total geil, da sind doch so hübsche Mädels und so. Und das ist halt Arbeit. In dem Moment gar nicht geil. Es ist alles also, andere als erotisch und schön, was immer jeder denkt. Wo liegt euer Rekord, was so eine Szene angeht, wie oft die mal wiederholt werden musste? Also, du hattest doch ein Highlight letzte Woche. Was war denn letzte Woche? Erzähl mal. Es kommt jetzt ja nicht, ne? Nein, letzte Woche hatten wir eine Szene, das war keine Liebesszene, in der wir uns ein paar Mal versprochen haben. Und die haben wir schon mehrfach gemacht. Ganz oft? Ja, das war das Problem. Irgendwann, wenn diese Stelle kommt, an der sich immer wieder versprochen wird, dann kriegt man den Satz hin und muss drüber lachen, weil man es endlich geschafft hat. Da bin ich sehr gut drin. Also Versprechen. Man muss ja auch Spaß haben ein bisschen bei der Arbeit. Ja, nee, das glaube ich auf jeden Fall. Seid ihr auch so eine große Familie? So bei der, wir sind ja hier eine Familie, habt ihr ja gerade schon erkannt, dass alles hier ganz locker ist. Wir sind alle befreundet. Essen auf dem gleichen Pralinen-Schächtchen, ja klar. Ja, hier wird man mit Sekt begrüßt. Ja. In der Maske. Wir wohnen ja hier auch unter der Woche. Nee, bei uns ist es auch super. Ich denke, wir haben das Glück, dass wir uns alle untereinander eigentlich echt ganz gut verstehen. Junges Team ja auch, ne? Viele junge Kollegen haben und das macht schon Spaß. Also ich fühle mich sehr wohl da im Haus. Also auch nicht nur, viele sagen ja immer hier Schauspiel hin und her, es ist halt das ganze Team. Da arbeiten ich 100 Leute ungefähr irgendwie hinter der Kamera, die irgendwie alles Mögliche machen. Und muss das man auch mal so erwähnen, ne? Weil die vor der Kamera kriegen immer die Lorbeeren. Das ist ja, ist ja mindestens 50% halt, was da passiert. Und das Coole ist, dass dann die, die dann bei so Szenen, wie ihr gesagt habt, halt zugucken, dass man sich mit denen gut versteht und dass das halt so eine Stimmung ist, ist halt, macht das ganze Arbeiten halt sehr viel angenehmer und leichter. Wie seid ihr eigentlich an den Job gekommen? Weil das wird auch ganz häufig hier in unseren Comments gefragt. Seid ihr einfach zu einem Casting oder einfach zu einem Casting oder wie kam es dazu? Sag du doch. Also ich habe damals... Ich war auf der Schauspielschule und es wurde für eine kleine Rolle bei VL jemand gesucht. Und da hat man bei uns an der Schule angefragt, ob es vielleicht Leute gäbe, die da Interesse dran hätten. Und dann wurde ich unter anderem vorgeschlagen und habe das gemacht. Und so kam das ins Laufen. Das funktionierte ganz gut. Mhm. Dann wurde die Rolle irgendwann ausgebaut und dann war ich dabei. Läuft! Ja, läuft. Super Sache. Ihr habt ja auch eine Homepage, Entschuldigung. Sorry, dann gehe ich wieder weg. Ihr habt ja auch eine Homepage. Wir müssen aber ganz kurz noch was anderes hier zeigen, denn bei GIGA gibt es so einen sogenannten Homepage Award. Wir zeigen eure Homepage gleich auch noch, natürlich auch von Verbotene Liebe. Dazu gehen wir natürlich mal eben auf die Startseite von GIGA, denn da könnt ihr alle mitmachen und tolle Sachen gewinnen. Das wollte ich euch eben noch mal ganz kurz ans Herz legen. Nämlich hier unter Features findet ihr den Homepage Award. Und da kann man sich mit seiner eigenen... Hallo? Ich will hier keine Werbung haben. Ach, so, da kann man. Seid ihr ja. Ja, da sind Sven und ich. So. Ach, schön, das ist aber sehr ehrlich, schön. Ne? Also, das ist aber wirklich. Ihr werdet auch ein schönes Paar. Ihr haben wir uns mal Mühe gegeben. Ja. Also, ich wollte euch aber eigentlich den Homepage Award zeigen, der sich auch irgendwo auf unserer Seite. Ich bin doch gerade draufgegangen. Was ist denn hier los? Ja, das ist übersichtlich gemacht. Ja, guck mal, hier Features Homepage Award. Ah, okay, Freunde. Da ist der Homepage Award 2008. Da kann man. Macht ja auch. Du hast eine eigene Homepage, du glaube ich nur Fanpage, ne? Ja, auch die andere, das ist so in Mache. Ich bin so computermäßig absolut super toll. Du wolltest sie auch gleich noch Fragen stellen, aber da bin ich leider die. Ich bin ja bei so einem Sender, also da, ich habe so einige technische Fragen, die ich euch gleich noch fragen möchte. Ihr habt ja Zeit, habe ich gehört, bis heute Abend. Genau. Ja. Wir notieren die dann und werden die weiter. Ihr könntet eure Homepages da auch quasi anmelden, der Homepage Award 2008, das habe ich hiermit genannt. Aber du wolltest Fragen stellen, mach das vor der Werbung, dann haben die Zuschauer noch die Möglichkeit, die gleich zu antworten. Nein, ohne Witz, das könnte ein bisschen ausarten. Also du hast nochmal dein Lieblingsspiel, darf man das sagen? Ja, ne? Was? Du hast doch gerade eben so ein Lieblingsspiel gesagt. Im Moment bin ich echt total heiß auf Call of Duty, weil ich habe das gerade irgendwo draußen gesehen, dass ihr das heute Morgen, glaube ich, in der Sendung hattet. Und das, da bin ich im Moment sehr aktiv. Hier kann man leider nicht spielen bei uns. Tut
tut mir leid. Das wurde uns ja eigentlich versprochen. Ja, eigentlich dachten wir das. Das ist, also muss man ja ganz klar sagen, ja, dass wir... Deswegen sind ja auch Barbie und Ken. Hier, macht ein bisschen die Reitstellung, danke. Wir machen eine kurze Pause. Sie bleiben noch da, wenn ihr Fragen habt, dann jetzt ab in die Comments und bis gleich bei LoveCheck oder auch Wetten, das, wie ihr wollt. Danke. Sie sagen, das Sofa ist unbequem, Jo, Weil und Thore Schölermann. Was ist denn los? Also nein, nicht unbequem, wir rutschen also halt hier Farbe schon ist ja so schön runter, aber es ist sehr möchtest bequem. Möchtest du hier sowas danke irgendwie haben? Ja. So zwischen ja, uns, damit so, wir uns nicht mehr zu nahe kommen. Ich werde ja auch nicht jünger. Ja, Jo ist immer sehr anstrengend bei so Sachen. Das ist ja? Immer, ich überlege immer, ob ich ihn mitnehme. Das aber ist denn nur mit so bequem, wenn man da sitzt? Halt hier, oh, Sondergleichen. Ja, wir haben sehr bequeme Barstühle. Ja? Ja. Und im Schneiders auch? Auch, wir du haben sehr bequeme Charlie, Barstühle. Ne? Ja, ich bin der Neffe von Charlie. Nein, wir sind ja die Glamour Soap und natürlich sind auch unsere Stühle dementsprechend luxuriös. Bequem, ja. Nein, aber ohne Scheiß, das Sofa in No Limits ist so hammerbequem. Ja. Als ich mich das erste Mal drauf gesetzt habe, wollte ich es auch gerne haben. Oh. Aber es ist sehr, sehr teuer, deshalb wollte ich es dann doch nicht mehr haben. Okay. Dann war ja es dann nicht mehr so cool. So viel aber zum Thema Sofa. Gut, haben wir das auch mal anders ja, ja, ja mal verlegt bekommen. Schön. Hier. Ja, es ist das habe ich aber jetzt schon gerade mal eben gefallen. Deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, wenn ihr immer so Performances macht. Aber es ist noch alles gut und solange ja wir nicht, sonst machen wir auf dem Boden liegend weiter. Wir kriegen das hin. Ihr seid ja ganz, ganz beliebt bei der verbotenen Liebe als schwules Pärchen. Auch bei YouTube gibt es von euch zwei Videos, habe ich mal im Vorfeld schon. Das eine hat über 30.000 Klicks, das andere über 50.000 Klicks. Ist auch mit Untertitel, mit Englischen. Da merkt man ja, ihr habt ja wirklich auch international quasi da noch mehr an Bekanntheit gewonnen. Macht euch das auch ein bisschen stolz? Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt, letzte Woche kam für uns ein Päckchen aus Kanada, das erste mit Geschenken aus Kanada. Mit einem Biber? Ja, mit einem Biber, dem Nationaltier aus Kanada und einem Traumfänger. Traumfänger, sehr ja, toll. Also hat der Biber halt die Reise überlebt? Es war ein ja Stoffbiber, aber es war Wahnsinn, dann irgendwie so ein Feedback aus das dem Ausland zu kriegen oder auch, es kommt ganz viel Fanpost inzwischen aus dem Ausland über diese YouTube-Geschichte und das ist schon toll zu sehen, dass das, was wir machen, echt inzwischen auf der ganzen Welt gesehen wird und auch so positiv ja, aufgenommen wird. Ja, und auch echt, auch dass die Leute, also wir haben uns ja vorher was überlegt, was wir so mit der Rolle, also mit der ja Geschichte auch machen wollen, also ja einfach eine Geschichte zeigen, einfach zwei Menschen, die sich verlieben. Nichts, sie laufen nicht mit einem rosa Tanga durch die Wohnung und sind irgendwelche, erfüllen irgendwelche Klischees, sondern einfach zwei Menschen, die sich lieben, fertig. Ja. Und das einfach zu zeigen, dass das halt dass das jedem passieren kann, auch gerade halt meine Rolle, die halt einfach vielleicht vorher nie damit gerechnet hätte. Wolltest du sagen, du merkst schon einen Unterschied jetzt vom Feedback her, seitdem du quasi ja mit Olli zusammen bist. Auf jeden Fall. Also das ist echt tatsächlich, aber auch witzigerweise von sehr vielen Frauen, ja, die einfach sagen, das sind so... Da lacht einer hinter der Kamera. Was ist denn jetzt los? Hallo, was ist hier los? Ich glaube, die erzählt sich Witze. Die erzählt sich schmutzige Witze. Nee, ja, erzähl einfach weiter. Ich glaube, die haben also zu viel von unseren Alkoholpralinen. Also wenn ihr den Kameramann sehen ja, würdet ja, draußen, ja, also, dann würdet ihr auch lachen. Der Kameramann und lacht. Nein, und das ist halt irgendwie witzig, dass sehr viele Frauen ja auch schreiben einfach, das ist egal, auch wenn mir sowas, wenn ich sowas sonst nicht gerne mhm gucke, aber es sind einfach zwei Menschen, die sich verliebt haben und denen gönnt man das, dass sie jetzt glücklich sind. Und das ja ist cool, dass das funktioniert hat. So. Das ist ganz großartig. Wir hatten ja eben auch schon mal gesprochen von wegen, was das für eine Auswirkung auch für Jungs und Mädels im Coming Out hat und ja so. Gab es negative Reaktionen? Also es gibt ja immer noch Leute, die auch ein bisschen hinterm Mond leben. Gab es da irgendwas? Also jetzt so direkt ja ganz witzig, so viele von meinen Freunden haben ja vorher so gesagt, oh Gott, was machst du da jetzt und so. Und ich habe immer, ja, also, was mache ich da, das ist mein Job, ist schon mal ganz klar, egal. Aber die sagen, die ja vielleicht, die sowas überhaupt nicht gerne gucken, sagen, ey, pff, das ist eigentlich tatsächlich nicht unangenehm zu gucken, mhm, dass ich jetzt irgendwie... also ich habe viele von meinen guten Freunden, die gesagt haben, oh Gott, Hilfe, die sagen jetzt auch, ja, eigentlich ist doch echt okay. Und das cool ist für mich schon ein sehr cooler Erfolg dann. Du hast gerade Fanpost das Stichwort gegeben, beantwortet ihr die alle immer selber? Oder ist da so viel, dass man das gar nicht machen kann? Ja. Nein, wir kriegen jetzt keine 12 ich Säcke am Tag. Ich kriege so aus Kanada. Ja. Ich habe noch nie was aus Kanada. Das war ein Highlight. Ich war aber höchst, der Schweiz. Also, der war vor allem an Jo adressiert und ich war sowas von, ja, von böse. Er hat Jo durchgestrichen und in meinem Fach lag plötzlich ein Päckchen, wo drauf stand, eigentlich für Thore Schölermann. Ja. Aber ich habe die Schrift enttarnt. Nein, das klar. Das ist schon toll. Es ist schon toll, wenn sowas kommt und ich versuche, jeden Brief oder jede Mail zumindest kurz zu beantworten. Und wenn jetzt was ganz Besonderes kommt, wie dieses Päckchen oder dass jemand wirklich groß über sich schreibt, versuche ich auch mehr dazu zu ja schreiben, weil es ja das schönste Feedback ist, das wir kriegen. Im Theater hast du ich Applaus. Ich kriege manchmal auch böse Sachen.
Ja? Ja, dann zeigen die Susi, du siehst dick aus oder dein Oberteil war hässlich oder ja, so also ich will natürlich mit dir schlafen, in anderen Worten, die böse sind und sowas. Also hast du jetzt böse ausdrücken? Nicht bekommen. Mit F. Oh. Ach so, was? Mit F? Mit F. Mit Affen. Also gibt's auch. Aber sowas, ich krieg liebe Sachen. Nein, also ich habe bis jetzt wirklich noch nicht eine böse Sache auf diese Geschichte bekommen und das ist echt sehr schön. Hm. Cool. Läuft also, ne? Ja. Ja. Wir haben ja schon ganz viel jetzt von euch geredet. Wir haben auch mal einen klitzekleinen Ausschnitt mitgebracht. Natürlich kann man das ja immer gucken, jeden Tag. Ihr wisst das ja, Montag ist Freitag, 7:55, die ARD, verbotene Liebe. Ne? Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz an, wie die beiden sich gar nicht so gut verstehen. Sind wir geschnitten? Jetzt warte mal, ich hab das jetzt plötzlich nicht... Jetzt endlich! Nein! Schon gleich an aufs Maul, oder ich hatte keine Ahnung, dass du Gast 84 bist! Du warst an meinem Laptop! Du bist doch bescheuert! Du bist völlig krank! Pass mal auf, ich kann gut verstehen, dass du ein Riesenproblem damit hast, dass du deine Outing-Probleme ausgerechnet mir erzählt hast. Ich habe keine Outing-Probleme. Du pumpst hier doch nur so rum, weil es für dich ein Riesenproblem ist, dass du auf Männer stehst. Ich bin nicht schwul, kapiert? Wie würdest du es denn dann nennen? Seit Wochen beschäftigt dich nur eine Frage, warum kriege ich diesen Kuss nicht aus dem Kopf? Wow. Jetzt weiß ich auch, weswegen ich hier Salzstangen und so rumstehen habe. Ich habe gerade schon. Wie geht das weiter? Spannend, ne? Das ist ja das Gemeine daran, ne? Ja. Dass es dann immer zu Ende ist, wenn es so schön spannend ist. Also der Kurs ging dann quasi noch weiter. Dürft ihr schon so einen klitzekleinen Ausblick geben, wie es weitergeht oder gar nicht? Nein. Nur alles, was man auf der Hose hat. Du nicht, aber. Nein, ja. Du kriegst von uns auch ein Paket. Ja, Jo wird immer vorher gesagt, er darf nicht so viel erzählen, aber ich erzähle immer einfach alles. Also, nein, wir wissen natürlich selber immer ziemlich wenig im Voraus, weil das immer geändert wird, weil geguckt wird, vielleicht kommt was auch nicht an, wenn eine Geschichte wird angefangen, dass man, okay, läuft nicht so gut, funktioniert einfach nicht oder so, und dann wird es vielleicht noch geändert. Also, wir wissen selber immer, also, wir haben die Drehbücher, drei Wochen im Voraus. Drei Wochen im Voraus haben wir die Bücher. Wow. Und das heißt, ihr würdet jetzt quasi, wenn ihr jetzt heute hattet, ihr Probentag montags, ne? Mhm. Und ihr müsst ja quasi jeden Tag eine Folge machen. Also es ist schon harte Arbeit. Viele denken wahrscheinlich, ja, ihr habt das schöne, also ihr müsst auch arbeiten. Es wir ist müssen nicht auch nur arbeiten. Spaß. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Moment. Ah ja, ich wollte wissen, wie weit im Vorfeld, wenn ihr jetzt morgen dreht, für wann ist das dann? Wie viele Monate geht das? Ungefähr 2 Monate im Voraus sind wir. Also das, was wir jetzt drehen, ist, glaube ich, im Juni ungefähr. Ah, okay. Verschiebt sich halt immer jetzt bei der WM oder Handballmeisterschaft oder was da war. Machst du keinen Sport? Die Handballmeisterschaft. Nein, hier dann die Ball-Dings da bums. Ja, und das ist halt ziemlich, das reißt uns dann immer ziemlich raus. Also dann fallen wir aus. Da sind wir dann unwichtiger als das. Hoffentlich fallt ihr nicht zu Tour de France raus. Aber das ist ja meistens nicht so. Nee, da bin ich auch absolut dagegen. Da bin ich ja wirklich. Ne? Ich wollte noch mal ganz kurz eure Seite zeigen, denn ihr habt ja auch eine Homepage bei der Verboten. Ey, was ist denn hier immer diese ganze Werbung? Quelle. So. Da wollte ich hin. Das erste verbotene Liebe. Jetzt war hier gerade Per Kussmark, so heißt der, glaube ich, ne? Kussmark, genau. Kussmark zu Gast. Bei einer Modelagentur habe ich natürlich geguckt. Ich muss mich ja hier auch auf die Sache vorbereiten. Und ich habe im Vorfeld geguckt, hier auf der Sendung gibt es ja die Top 10 der Gefühle. Natürlich ganz vorne Julia und Jan, da bin ich ja auch damals eingestiegen, ne? Warum kommt ihr denn dahin? Kennt ihr gar nicht? Ihr seid noch nicht da, die schönsten. Wir sind ja auch jetzt eine ganz frische Liebe noch. Ja, wir sind aber ja ihr habt schon on screen auch seit drei Wochen, glaube ich, erst zusammen. Oder drei, vier Wochen sind wir jetzt erst ein paar. Ja, ihr habt ja vorher schon ein bisschen gechattet, ne? Also da ging ja. Ja, wir haben unglaublich viel gechattet. Er war total eifersüchtig, als du in der Disco warst und so. Ich gucke immer, wenn du guckst das regelmäßig. Ja, ich bin ein sehr gute Einstellung. Nein, aber ich weiß nicht, wann wir da. Also da müssen wir tatsächlich mal. Irgendwann müsst ihr da bald reinkommen. Ja, da sind noch mehr die Alten dabei. Ich habe heute mal geguckt. Vielleicht erst, wenn das dann aus ist, dann kommt das. Wird das denn gewotet? Weil dann könnten wir ja mal gerade einen kleinen Aufruf laden. Nee, das ist, glaube ich, einfach so festgelegt. Dann kann man erst Julia und Jan sehen. An euch dafür zu sorgen, dann trotzdem mal Mails schreiben ohne Ende. Also an euch festzulegen, diesen Vote auf der Seite anzubieten. Dann könnten wir ihn promoten. Wir könnten auf unserer Seite mal ganz schnell einen Thread eröffnen. Lieber Romarcel, du bist an dieser Stelle wieder gefragt. Der ist ja unser Mitarbeiter in Aurich, könnte man so sagen. Sozusagen sofort eröffnen, ob die beiden in die Top 10 müssen. Ich sage ja, Sven sagt ja, die beiden sagen ja. Und die Kameramänner sagen auch bei dir. Ja, der lacht. Wo ist er denn? Da ist der lacht. Ja, doch noch. Oder was sagst du? Ja. Ja, ne? Ja. Doch, Top 10, oder? Ja. Top 10. Wie sieht denn... Schlechtes Gewissen natürlich hat er auch. Der kann heute Nacht nicht schlafen. Ja. Wie sieht denn so ein Arbeitsalltag bei euch aus im normalen Leben? Ach, ziemlich. Alle stellen sich so verrückt vor. Das ist eigentlich bei uns, genau, wir haben jede Woche andere Arbeitszeiten erstmal, weil es wird immer geguckt, was gedreht wird. Also wenn jetzt an einem Tag nur No Limits oder so gedreht wird, dann hat er meistens frei und ich muss arbeiten.
stimmt, du arbeitest dann, ja nur bei deinem dran ist. Ja, und grundsätzlich geht der Arbeitstag von 7:15. Das ist früh. Ja, dann haben wir Maske. 7:15? Ja, wir haben ja ziemlich, die Männer, müssen ja ziemlich also die viel, Frauen noch früher. Wir müssen ja ziemlich viel geschminkt werden, damit wir da überhaupt ansehen, also ansatzweise anguckbar sind. Ja, du hast uns eben ja mal ungeschminkt gesehen, du weißt, wie es vorher war. Ja, ich habe mich auch nicht erkannt. Nee, bei dir. Und dann geht es bis... Und dann bis 18:30 grundsätzlich. Aber wenn wir wenn ich mich mal wieder sehr viel verspreche, dann, dann können wir auch mal bis 19:20 Uhr drehen. Im Studio. Wir drehen dann ja parallel noch draußen auch die Außendrehs. Und wenn dann Nachtszenen sind oder so, kann es auch richtig spät werden. Also das heißt, wann lernt ihr Text? Wochenende oder an den freien Tagen? Oder von, wann die Zeit ist. Am Wochenende vorher bereite ich immer die nächste Woche vor und lerne dann speziell für jeden Tag abends noch die Texte. Obwohl wir den Außendreh wieder, das habe ich, also das ist ganz witzig, ich erzähle das jetzt so, ich habe das erst nach ein paar Wochen so richtig kapiert, aber nein, das ist irgendwie, also der Außendreh wird immer eine Woche vorher, also das, was in der, im Studio gedreht wird, da wurde der Außendreh, also alles, was nicht im Studio gedreht wird, wird eine Woche vorher. Schon? Ja. Okay. Wird eine Woche vorher was? Gedreht. Ach, gedreht. Ja, dann sind wir irgendwo in Düsseldorf oder so. Ah. Habe ich das Wort vergessen? Ja, das gedreht wurde. Der Aussehen wird eine Woche vorher, verstehst du, ne? Ja, nein. Das ist ja eine interaktive Sendung. Das war euer Part, das gedreht reinzuspielen. Und deshalb ist das alles auch noch gemischt. Ja. Also, guck mal, ob da schon der Fett eröffnet wurde von Libero Marcel mit dem Top Ten. Ja klar, gucken direkt, sonst müssen wir den eröffnen. Ich wollte sagen, du hast ja auch schon ganz viel Erfahrung. Du bist auch noch Synchronsprecher. Du hast am Theater gespielt. Du hast bei RTL bei einer Serie mitgespielt und jetzt bei Verbotene Liebe. Habe ich was vergessen? Nein, also es war relativ... Was ist denn so das Schönste oder was macht dir am meisten Spaß? Ja, jetzt sag nichts Falsches. Nein, ich mache alles gerne. Also ich liebe an der Soap zum Beispiel das tägliche Arbeiten, weil ich meinen Beruf liebe. Und es ist einfach toll zu wissen, ich kann jeden Tag wieder arbeiten und muss nicht warten, wann der nächste Job kommt. Das ist da toll. Am Theater mag ich das direkte Feedback vom Publikum. Bei Synchron ist ganz schön, dass mein Gesicht mal nicht gesehen wird und ich mich wirklich nur auf die Stimme konzentriere. Also es hat alle seine Vorteile. Okay, aber jetzt bleibst du erstmal noch ein bisschen bei der Verbotenen. Ich möchte da gerne noch eine Weile bleiben, ich fühle mich sehr wohl. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du bist jetzt eigentlich in Anführungsstrichen nur Fernsehschauspieler. Theater, hast du da auch schon Erfahrung gehabt? Es ist im Moment was in Planung, das mussten wir leider ein bisschen verschieben, weil ich natürlich, egal was, also spielen macht halt Spaß, also da ist egal, was man da macht und bei uns ist im Moment sehr schwer natürlich, wenn wir jetzt bei Verbotene Liebe sind, können wir parallel gar nicht so viel machen. So. Ich gucke gerade, ob da schon was geht. Ja, es geht einiges, ich habe nur gerade was anderes geguckt, das wird dich noch viel mehr interessieren, nämlich, also hier wird natürlich gesagt, klar, die müssen auf jeden Fall in die Top Ten, aber jetzt kommt nämlich, genau. Lass die Jungs da, bis Giga Games kommt, weil da kommt, wie heißt es? Ja, ist das nochmal das Spiel? Genau, Call of Duty, klar. Call of Duty. Genau. Und da könnt ihr ein bisschen zocken. Ja, wann werde da mal einen Kontakt herstellen und wenn ihr möchtet, könnt ihr da nochmal spielen. Es gibt ja ganz, ganz viele Spielesendungen. Bist du denn auch ein Spieler, also ein Zocker? Ja, jetzt so Kampfspiel oder so, nicht so wirklich. Ich liebe SingStar oder sowas, das mag ich. Genau, also das ist ja gut. Ich mag die Wii. Ja, Wii ist sowas macht auch Spaß, ja. Aber, das ist ja für so krass. Dürft ihr sagen? So Wii und. Wir haben eine Sendung, die heißt Wii Motion. Wir haben eine Sendung, die heißt P3. Wir haben eine Sendung, die heißt 360. Nein, aber in den SingStar zum Beispiel, da bin ich ja sehr gut. Ja? Da könnten wir mal schade, betteln. Dass wir das jetzt nicht da haben. Das wäre natürlich jetzt toll. Vielleicht könnt ihr nochmal wiederkommen und dann machen wir nochmal SingStar. Demnächst bei Laschek. Die schönsten Liebe-Songs auf. Die schönsten Love-Songs im Duett. Ja, schlagt ein. Ja, also ich rufe morgen wieder eure Vertreterin an und dann sind wir da. Dabei. Auf jeden Fall dabei. Wir haben noch einen offenen, ich weiß schon, wo ich euch einplane. So, ich wollte doch jetzt noch mal was fragen. Was steht hier denn noch mal auf meinem Zettel? Das wohl nicht auswendig. Sven, was ist denn in den Comments? Da sagt mir gerade die Regie, wir sollen kurz unterbrechen. Oh Gott. Ihr bleibt noch bei mir. Wir haben ja auch jede Woche Sexmythen. Mhm. Und da wir euch daran auch noch teilhaben lassen wollen, machen wir die jetzt. Jetzt kommt der Bumper Sexmythen. Da kann ich auch was sagen. Das war jetzt der Bumper. Jetzt wissen die Zuschauer, dass es um Sexmythen geht. Ach, okay. Heute ist der Sexmythos. So, oh. Wer Rechenaufgaben löst, kann den Orgasmus hinauszögern. Ja, auf jeden Fall. Kurzfristig mag diese Technik ja funktionieren, aber ziemlich schnell werden Sie sogar wissen, wie viel 74 mal 243 ist, nämlich 17.982. Dann sind Sie wieder aufgeschmissen. Jetzt kommt es nämlich. Sie sollten deshalb sich lieber auf Ihren Körper konzentrieren und lernen, auf welche Reize er am explosivsten reagiert. Und dagegen muss man sich dann versuchen, unempfindlich zu machen. Ja, was gelernt, ne? Darf ich das mal sagen? Ja, für mich ist es insofern auch mit dem Rechnen immer ganz praktisch. Ich hatte nur einen Punkt in Mathe im Abi, deswegen, also ich kann auch mit einfachen Rechenaufgaben lange rauszögern. Ah, guck, haben wir wieder was gelernt. Und dann machen wir jetzt, auch weil wir gerade bei den Sexmythen sind, die Zahl, das ist heute die 79. Und da kann ich, steht da genau,
Da seht ihr da im Kontrollmonitor da an der Liste, ne? Oh. 79. Direkt neben dem schönen Schokoladengerät. Ja, willst du noch eine Praline? Nee, ich find das wirklich Pass geil. Auf. Das ist. Das haben wir seit der ersten Sendung da stehen. Ach so. Ich weiß nicht, ob ich das. Die erste war am 19. November. 2007. Musst du selber entscheiden. Kannst du gerne probieren. Ich hab Besuch zu Hause, da nehme ich ein bisschen was mit. Eigentlich ist das Crewmitglied. Eigentlich kann man das nicht essen, oder? Das ist eigentlich nur so Zierde. Gibt es doch bei euch bestimmt auch Zierde, ne? Zierde, Zitronen oder so. Ich esse das aber immer alles trotzdem, obwohl der Haarspray und Sechs in Zahlen heute, 79, denn im Durchschnitt küsst eine Frau 79 Männer, bevor sie heiratet, steht hier. Ja, ach, Quatsch. Soll ich sagen. Das ist ganz schön viel, das oder? Das ist aber viel. Bis sie was? Heiratet? Bis sie heiratet. 79 Männer. Zu viel, das oder? Sind Einmal Karneval, dann ist ja... Sven! Wann durch? In Köln, bitte. Also, Sven! Ja, was? Das ging hier gerade um Frauen. Also ich habe das wie nur gehört. Jahre Karneval? Ein Jahr Karneval? Ja, einmal Karneval, dann ist doch die Zahl erreicht. So. Das ist ein bisschen viel, oder? Da einigen wir uns. Jetzt tu nicht so lieb, hier gerade in der Maske klingen. Also da war das ja wohl noch alles ein bisschen hier so... Oh, das will ich jetzt nicht hören. Was war denn da in der Maske? Ja, komm. Komm, ich mach Mund zu. Komm, mach noch deine Fragen hier. Du hast da noch zwei. Ich finde hier keine mehr. Ihr seid durch. Ihr könnt jetzt gehen. Gut, dann. Nein, ja, ich habe hier noch schön. Was. Schön. Ah, ich habe hier noch was. Denn dein großer Traum ist, habe ich gelesen, dass du im Wohnmobil durch Kanada. Güte, möchtest. Ja, da hast du aber was rausgekramt. Ja. Ich habe ja nicht recherchiert, ohne Ende, Freunde. Nein, das stimmt. Ich gucke ja verboten Liebe und recherchiert, aber ja. Nein, aber wie kommst du dazu? Jetzt mit dem Biber ist das ja auch noch eine schöne Überleitung. Mit dem Biber, ne? Ist es jetzt eine wunderschöne Überleitung. Das ist schon, solange ich zurückdenken kann, mein Traum, einmal durch die Wildnis, die Rocky Mountains, Vancouver, mit dem Wohnmobil wirklich ganz alleine zu sein. Ohne Tore? Da müssen wir noch drüber sprechen, aber bis jetzt war es auch ohne Tore geplant. Also ich würde es ja auch eher dann, wenn auf dem Pferd machen, also dann... Er reitet hinter dem Wohnmobil hinterher. Die Reitstellung jetzt, was im Reitsitz sagen können. Nein, nicht in der Reitstellung, sondern ich meine mit dem Pferd, weißt okay. du? Durch Kanada? Ja, das finde ich cool. Und dann Holzhütte und Winchester und an so einer Hütte und so. Und da kann er da mal mit seinem Wohnmobil vorbeituckern und dann kriegt er vielleicht ein Bier. Aber sonst wärt ihr da nicht einsam, wenn man das so alleine machen würde? Oder ist das genau das wäre der Plan. Ich bin gerne auch mal alleine. Also ich kann gut alleine sein und finde das wichtig, zwischendurch auch mal sich so ein bisschen zu isolieren, einfach wieder zu sich zu finden, nachzudenken, Dinge zu hinterfragen. Deswegen das hast du so schön gesagt. Ja, wirklich, wir wollten ja ein bisschen Ruhe jetzt in die Sendung mit reinbringen. Ja, ne? Nach dem ganzen Gealber, jetzt wollen wir natürlich auch einen sehr schönen Abschluss zum Ende. Nein, danke. Ja, es das wäre schon schön. Ich bin jetzt auch selbst gerade ein bisschen gerührt. Können wir das Lagerfeuer auf die Screens haben? Ja. Sven, wäre das auch vielleicht mal ein Traum von dir, mal durch Kanada zu reisen? Kanada wäre noch mal was. Ich kann ja Neuseeland empfehlen. Warst du in Neuseeland schon? Ja, mit Wohnmobil. Aber Kanada ist natürlich noch mal Flugangst. Die Weite. Wäre denn für dich Kanada dann ich auch was? Flugangst. Dann mit dem Floß über den großen Teich nach Kanada? Das würde ich auch nicht machen. Ich komme immer nur auf die Inseln, den du Deutschen. Du sprengst jetzt schon die Stimmung. Naja, das ist also noch irgendwie ein Problem, worüber du sprechen möchtest. Dann sag's jetzt. Wir haben uns gerade gut eingeprobt. Jetzt wird es gerade ein bisschen... Gut, lasst uns vielleicht einen Schlussschluck einfach nehmen. Ja, wir trinken unser Wasser. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen. Plastikbecher. Was ist denn noch in der Community los? Du, die Community, die rockt total. Kannst du nochmal bitte da das quasi eine gar vorlesen mehr. Mit meine Freundin ist eins? Das fand ich so das schön. Das war super. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber ich muss es kurz sagen. Doch, da ist es. Ach ja, genau. Weil Slotka schreibt bitte um Hilfe. Hallo Susi, hallo Sven. Ich weiß, das passt nicht zum Thema, aber ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe seit einer Woche eine Freundin. Sie ist eins, ich bin 14. Und dann geht es so weiter. Und ich frage, ist das okay? Und dann nächster Post, sofort eine Minute später. Sorry, Tastatur hat nicht funktioniert. 16 ist meine Freundin. Das fand ich schön. Was? Glück gehabt. Ist alles okay? Ihr hat sich vertan. Gut, dann 16, 14 klingt irgendwie... Okay. Ja, das ist okay. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. Ihr kommt zurück zum Kickstart-Spiel. Ihr könnt noch, wenn ihr Lust habt, irgendwann noch mal zu Giga Games gehen. Da könnt ihr ganz viel zocken. Okay. Nächste Woche haben wir ein neues Thema. Beziehungen mit jemandem anderer Herkunft. Ich bin sehr gespannt. Jetzt kann ich nur sagen, alle Leute, Freunde, geht knutschen draußen und schaltet ein. Nächste Woche 20 Uhr. Jetzt geht's an den Motion. Jetzt dürfen wir endlich alles an.